haben. Wir waren nämlich damals mit Thomas Godoy auf Tour. Gibt es Menschen, die uns noch bei Thomas gesehen haben? Als Vorband total stolz. Wir waren mega stolz, dass er sich wirklich die CD angehört hat und gesagt hat, diese Band möchte ich mitnehmen. Und wir durften vor ganz vielen tausenden Menschen spielen. Da sind wir heute noch sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Und ich weiß noch genau, als wir den dann das fünfte, sechste Mal gespielt haben, die erste Reihe voll mit Mädels. Also da bist du, da bist du, da bist du. Wie toll. Da waren Mädels, die haben sich gedacht, okay, diese Band, die hat ja noch gar nichts am Start. Die haben weder eine CD dabei, noch haben sie T-Shirts dabei. Wir drucken uns unsere eigenen T-Shirts. Und die hatten genau diesen Songtitel vorne auf der Brust drauf. Das war so ein tolles Gefühl, dass wirklich unsere Musik anscheinend so begeistert, dass man sich zumindest schon mal ein T-Shirt davon gedruckt hat. Und diesen Song haben wir jetzt mit im Gepäck. Viel Spaß mit Ja, Ja! Süßes Hallo, na, wie geht's dir? Er ist ein Profi, immer lächeln, immer cool. Ich sag nur alles super, alles voll auf Kurs. Und ich weiß, er hört mir sowieso nicht zu. Er ist einer von den Typen, die laut reden und sich eigentlich auch selbst am liebsten hört. Alles an ihm ist toll und irgendwie einmalig. Doch leider kommt es mir nur ganz gewöhnlich vor. Ja, ja! Tausend und einmal, ja, ja! Das hab ich alles schon gehört. Ja, ja! 2002-mal, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ade, 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 ja! Ich denke, doch ändern wird es nicht. Ja, sein Lächeln passt so geil zu seinen Haaren. Irgendwie klebt man dran. Ade, 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 ade
Party.